Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung nach Dresden und die freundliche Begrüßung. Das Thema, zu dem ich sprechen werde, ist Medienhandeln von rechts, Entwicklung und Ausrichtung der rechten Medienlandschaft heute. Und ich würde gerne beginnen mit, in gewisser Hinsicht nicht systematischen Begriffsklärungen, aber doch sozusagen nochmal eine kurze Reflexion auf die Rahmung, die ich meinen Ausführungen geben werde. Ich habe leider die eine oder andere Folie, die relativ voll ist mit Text. Das würden meine Studierenden wahrscheinlich kritisieren und ich würde diese Kritik akzeptieren. Mediatisierung, Medialisierung, das sind zwei Begriffe, die in der Kommunikationswissenschaft in den letzten Jahren relativ Konjunktur hatten, die im Grunde lediglich aussagen, dass inzwischen alle Bereiche unseres Lebens und des gesellschaftlichen Miteinanders durch Medien stark geprägt sind. Ich will das angesichts dessen, was der Kollege Fowe jetzt schon ausgeführt hat, gar nicht vertiefen. Der zweite Aspekt ist, und da greife ich ein Stichwort nur auf, was eben auch genannt worden ist, nämlich den Begriff der Propaganda, der hier gar nicht auftaucht. Aber diesem Begriff der Propaganda ist vielfach die Vorstellung eingeschrieben, dass es jemanden gibt, der Propaganda macht und die Botschaft, die er oder sie versendet, bei denjenigen, die die Botschaft empfangen, auch ankommt. Also die Frage der Medienwirkung. Die Medienwirkungsforschung ist ein kompliziertes Feld, auf das ich gar nicht eingehen werde. Das, worum es mir heute geht, ist sozusagen, dass wir verstehen, dass es nicht nur die Perspektive gibt, was machen Medien mit Menschen, also was von dem, was in der Zeitung zu lesen ist, was in der Tagesschau zu sehen ist, was irgendwo im Internet angeschaut wird, führt zu Veränderungen in der Denkweise, zur Bestätigung der schon bestehenden Denkweise, sondern umgekehrt auch die Frage, was machen Menschen eigentlich mit Medien? Also wo sind sie sozusagen aktiv Handelnde? Wo entscheiden sie sich, um auch nochmal ein Beispiel zu bleiben, was eben schon angeführt wurde, wo entscheiden sie sich, eine bestimmte Echokammer zu betreten und sozusagen sich dann auch nur in dieser oder ähnlichen zu bewegen? Diese Frage des Medienhandelns will ich gar nicht auf der individuellen Ebene behandeln. Das könnte man sicherlich auch. Warum entscheiden sich Individuen, bestimmte Medienangebote zu nutzen? Wie sieht jeweils auch vielleicht die Anschlusskommunikation aus? Stellen Sie sich eine Situation vor, wo eine Gruppe von Menschen, vielleicht eine Familie, gemeinsam die Tagesschau guckt. Was entwickelt sich an Anschlusskommunikation bezogen auf einzelne der Nachrichten, die dort gesendet worden sind? Das ist nicht mein Thema, sondern ich will einen Blick werfen auf die politische Rechte und ihr Medienhandeln, also das, was sie an Medienangeboten bereitstellt. Die Frage, was ist rechts, ist nicht so einfach zu beantworten. Es gibt ja eine lange Diskussion auch über Definitionen, was ist rechtsextrem, was ist neonazistisch, was ist rechtspopulistisch. Ich habe sozusagen aus meiner Sicht zentrale Elemente hier aufgeführt, die ich auch nicht die Zeit habe, im Einzelnen zu erläutern. Ich glaube aber, dass ein ganz zentrales Element ist, dass zum Beispiel gesellschaftliche Hierarchien als naturgegeben und notwendig angesehen werden, dass Ungleichheit als natürlich angesehen wird. Und damit meine ich nicht Ungleichheit in dem Sinne, dass wir alle auf unsere Art verschieden sind als Individuen, sondern dass die Frage der Ungleichheit zurückgeführt wird auf die Zugehörigkeit zu Kollektiven beispielsweise, wie auch immer die dann definiert sind. Es gibt ein pessimistisches Menschenbild in der Regel, was in der Schlussfolgerung dazu führt, dass erwartet wird, dass ein bestimmtes Regelwerk, das staatlich gestützt wird, aber eben auch die Aneignung von Sekundärtugenden, das menschliche Zusammenleben angemessen organisieren kann. Und vielleicht der letzte Punkt, Leistungsprinzip. Da geht es mir um ein produktivistisches Paradigma, das bis weit in die Mitte der Gesellschaft hineinreicht. Und dann haben wir, das sind sozusagen die Stichworte ganz unten, sozusagen ausdifferenziert in der politischen Rechte eine Vielzahl von Strömungen, bei denen dann jeweils spezifische weltanschauliche Profile zum Tragen kommen, wo also bestimmte Aspekte dazukommen im Neonazismus, der Antisemitismus
oder die Orientierung an historischen Faschismen und so weiter und so weiter. Das lässt sich sozusagen weiter ausdifferenzieren. Das kann man dann tun mit Blick auf einzelne Medienangebote und Medienpraxen. Wie nimmt ihr rechte Medien wahr? Das ist ein bisschen generalisierend, selbstverständlich, was ich sage, aber dieser Begriff der Lügenpresse, der so populär geworden ist, gibt ein paar Variationen, Lückenpresse, Frauke Petri hat von Pinocchio-Presse gesprochen, was so ein bisschen niedlicher sich dann hören sollte. Also gibt es eine Vielzahl von Begriffen. Das, was in den Schriften der extremen Rechten über Jahrzehnte eigentlich der Begriff gewesen ist, ist Lizenzpresse. Und mit diesem Begriff, sozusagen referierend auf die Tatsache, dass seit 1947, 48 dann sozusagen die Alliierten im damaligen Westdeutschland die Erscheinung von Zeitungen lizenziert haben, also die Erlaubnis gegeben haben, wurde mit diesem Begriff seitens der extremen Rechten immer mittransportiert. Sind eigentlich Medien, die die deutschen Interessen nicht angemessen vertreten, weil sie sind eigentlich sind von den Amerikanern, das ist sozusagen die Regelvorstellung, erlaubt worden und können schon deshalb nicht deutsche Interessen vertreten. Und dann habe ich Ihnen sozusagen aus einer Zeitschrift, die im neonazistischen Spektrum ist, Volk in Bewegung, die eine Schwerpunktausgabe gemacht haben zum Thema Medien, zwei Zitate mitgebracht haben, die aber durchaus typisch sind für den Blick großer Teile der Rechten auf die Medien. Totengräber am deutschen Volk, Haupttäter des menschenverachtenden Regimes. Das markiert den Blick auf Journalismus, auf Medien und das, was wir in der Berichterstattung gesehen haben, was wir in Chemnitz und an anderen Orten gesehen haben, dass nämlich Journalisten und Journalistinnen auch angegriffen werden, ist eine Konsequenz einer solchen Sichtweise. Und wir haben, das ist auch sozusagen ein über Jahrzehnte gepflegtes Lamento der extremen Rechten, dieses Selbstbild, man sei eine verfolgte Minderheit und zu denjenigen, die ein falsches Bild zeichnen, die gegebenenfalls gar nicht berichten und so weiter, gehören eben auch die Medien. Auch das ist sozusagen ein Standard-Topos in diesem politischen Spektrum. Jetzt gibt es sozusagen etwas, was ich Manipulationsdilemma genannt habe, weil weit verbreitet in der Rechten die Vorstellung ist, die liberalen Medien beeinflussen das, was die Menschen denken, die Mehrheit. Wenn nicht sozusagen, also ist diese Idee der Propaganda, ist da stark, auch der Glaube an Propaganda. Und umgekehrt ist dann selbstverständlich die Frage, wenn das so ist, woher soll dann der Glaube daran kommen, dass es trotzdem eine Veränderung geben kann und aus deren Sicht eben in Richtung einer nationalistischen, völkischen Gesellschaft. Das ist ein Zitat aus Nation und Europa, was eine Zeit lang über 50 Jahre ein zentrales Ideologieorgan der extremen Rechten gewesen ist, wo hier der Autor dann sagt, tröstlich ist dabei eigentlich nur die geschichtliche Erfahrung, also man sozusagen referiert auf ganz unterschiedliche Konstellationen, in denen es gesellschaftliche Strukturveränderungen gegeben hat. Und er schreibt, immer waren die Medien auf Seiten der Herrschenden zu Kaisers Zeiten in der Weimarer Republik, im Dritten Reich, in der DDR. Und das jeweils bis zum letzten Tag. Dennoch brachen die Regime zusammen. Die Medien sind mächtig, aber nicht allmächtig. Also es gibt sozusagen trotzdem diese Hoffnung, diese Erwartung, diese Zuversicht auf Veränderung. Und das, glaube ich, ist eine der zentralen Botschaften, die die politische Rechte vom Wahlsieg Trumps mitgenommen hat, dass es möglich ist, gegen die gesamte liberale Presse Wahlsiege zu erringen. Wenn nicht sozusagen mit Blick auf die Bevölkerungsmehrheit, aber dann doch zumindest mit Blick auf diejenigen, die Wahlmänner und Wahlfrauen. Aber das ist sozusagen eine zentrale Botschaft, ja, es ist möglich. Und ich glaube, dass dieses Spektrum, über das wir im Rahmen dieser Tagung sprechen, im Moment sowas hat wie eine Art historischen Optimismus, dass es tatsächlich gelingen kann, diese Gesellschaft nationalistischer, völkischer, autoritärer zu machen. Rechte Medienstrategien ist mein nächstes Stichwort. Also die Frage, wie reagieren Akteure, Akteurinnen der extremen Rechten, der populistischen Rechten auf diese Beschreibung der Medienlandschaft.
Und da gibt es, je nachdem, welche Strömung, welche Gruppierung wir uns angucken, sehr unterschiedliche Weisen des Umgangs. Und die sind hier so ein bisschen abgestuft, je nachdem, wie stark sie orientieren auf den etablierten Medienbetrieb. Und es hat immer Versuche gegeben, auf die etablierten Tageszeitungen Einfluss zu nehmen. Also das, was in der Bundesrepublik die bundesweit erscheinenden Tages- oder Wochenzeitungen sind. Und zu gucken, lässt sich dort nicht sozusagen Personal unterbringen oder unterstützen, die nationalistische Positionen vertreten. Also es wird sehr genau beobachtet. Ich werde Ihnen nachher noch ein paar Beispiele vorstellen, wie diese Zeitungen, Tages- und Wochenzeitungen in der Bundesrepublik bewertet werden. Das Zweite, selbstverständlich, und das hat mit Ressourcen zu tun, ist sowas wie ein professionalisiertes Medienhandeln. Also man hat eine Person, die für mindestens eine Person, die für Medien ansprechbar ist. Man orientiert sich sozusagen an der Art und Weise, wie Medien arbeiten. Also eine Pressemitteilung ist jetzt sozusagen auch ein bisschen flexibler geworden. Eine Pressemitteilung zu bestimmten, wenn es um Printmedien geht, müssen die eben den Redaktionen zum bestimmten Zeitpunkt vorliegen, sonst kann das in der Druckausgabe nicht berücksichtigt werden. Oder das, was ich hier genannt habe, die Produktion von berichtenswerten Ereignissen. Ein klassisches Beispiel, was noch nicht allzu lange her ist, war die Aktion der Identitären am Brandenburger Tor, was schlicht darauf kalkuliert war, man produziert Bilder in der Erwartung, dass man damit in die Zeitungen, vielleicht auf die Titelseiten kommt, und das hat auch ganz gut funktioniert, weil man sich sozusagen ein Objekt ausgesucht hat, was nationale Bedeutung hat und entsprechend aufgeladen ist. Und da glaube ich, oder nehmen Sie die Medienstrategie der AfD, wo es eben auch darum geht, über gezielte Provokationen, Medienberichterstattung über die eigene Partei zu produzieren. Dann gibt es selbstverständlich eine Vielzahl von Medienprodukten, die dieses Spektrum selbst herstellt. Sei es Print, sei es online, wo der Begriff des Herstellens sicherlich nicht ganz passt, die sehr unterschiedliche Formen annehmen. Das kann sozusagen Printprodukte sein, die gezielt einzelne Fachthemen ansprechen. Auch dazu werde ich später noch ein bisschen was sagen. Das können Print- und Online-Produkte sein, die eine spezielle Mitgliedschaft ansprechen einer Vereinigung. Manchmal sind das Medien, von denen die breitere Öffentlichkeit nur durch Zufall Kenntnis kriegt, weil sie eben auch nicht für die breite Öffentlichkeit produziert sind, sondern nur für einen relativ eingeschränkten Kreis. Und es gibt, wenn man das denn als Medienstrategie verstehen will, auch sozusagen die Verweigerung, mit den Systemmedien oder mit der Lügenpresse überhaupt zu sprechen und sozusagen darauf zu verzichten, Einfluss auf diese Berichterstattung zu nehmen, jedenfalls in dem Sinne, wie es eben geschildert worden ist. Und stattdessen ganz darauf zu vertrauen, und das ist, wir haben es eben gehört, mit den Online-Möglichkeiten viel einfacher geworden, man vertraut darauf, sozusagen den eigenen Standpunkt ungefiltert selbst zu verbreiten. Und wir haben dann, das habe ich ein bisschen mit Zweifeln unter diese Überschrift Medienstrategien genommen, die Versuche, Druck auf die demokratischen Medien auszuüben. In der Nationalzeitung gab es regelmäßig Aufrufe, man möge doch konzertiert mit Leserbriefen an die Intendanten und Intendantinnen der Rundfunkhäuser herantreten, um gegen antideutsche Propaganda zu protestieren. Es hat immer wieder auch in Sachsen, in Lausitz, Demonstrationen vor Verlagshäusern gegeben, in der Regel von Neonazis durchgeführt, und eine Vielzahl von Einschüchterungsversuchen und Angriffen auf Journalisten und Journalistinnen bis hin tatsächlich auch zu Akten der Gewalt. Ob man das jetzt als Medienstrategie bezeichnen kann, kann man sicherlich drüber streiten, aber es gehört sicherlich zu der Frage, wie geht dieses politische Spektrum mit Medien und mit bestimmten Formen der Berichterstattung um. Ich will anfangen mit dem Buchmarkt, woran wir vielleicht nicht als erstes denken,
Wir haben am Forschungsschwerpunkt mal versucht zu überschlagen, wie groß denn die Buchproduktion in diesem Spektrum ist. Und das ist nicht ganz so einfach zu machen, ist relativ aufwendig. Aber man ist schnell bei Zahlen, die pro Jahr an die eine niedrige vierstellige Zahl. Und einzelne dieser Bücher haben auch hohe Auflagen, sodass dort schon eine relevante Leserschaft erreicht wird. Ich habe hinter dem ersten Spiegelstrich einige der relevanten Verlage genannt, die es in dem Spektrum gibt, die ich nicht im Einzelnen vorstellen würde. Ich glaube, das führt zu weit. Der zweite Spiegelstrich verweist darauf, dass es durchaus auch in den großen Verlagshäusern in der Vergangenheit immer wieder Publikationen, Bücher gab, die von ihrem inhaltlichen Profil auch in den Verlagen hätten erscheinen können, die zunächst genannt sind. Ich nenne Bernhard Wilms beispielsweise, jemand, der ein Handbuch der deutschen Nation geschrieben hat. Karl-Heinz Weißmann, der mit der Jungen Freiheit eng verbunden ist, der bei Ullstein publiziert hat, was dann nach der Skandalisierung beendet wurde, oder Sarrazin, noch nicht so lange her, der bei DVA seinen Band Deutschland schafft sich ab veröffentlicht hat. Und es hat immer wieder auch Kontroversen darüber gegeben, dass sozusagen Bücher mit zum Beispiel militaristischem Inhalt in den Kaufhäusern gelegen haben, auf den Tischen, wo man sozusagen billig Bücher kaufen kann. Die extreme Rechte beobachtet sozusagen diesen Buchmarkt systematisch, wenn man so will. Es gibt gleichwohl relativ wenig Texte, wo die sozusagen da systematisch bilanzieren. Wie Sie das sehen, wir haben uns ein bisschen damit beschäftigt. Sie sehen, das sind zum Teil Artikel, die 30, 40 Jahre alt sind. Und da sieht man sozusagen, dass die extreme Rechte verfolgt, welche Konjunkturen es gibt, wo sozusagen militaristisches, nationalistisches, ich korrigiere nicht wo, sondern zu welchen Zeitpunkten nationalistisches, militaristische Literatur große Nachfrage hat. Und ein Zeitpunkt war eben das ist jetzt nur exemplarisch genannt, die Älteren kennen die vielleicht, die illustrierte Geschichte des Zweiten Weltkriegs und die illustrierte Geschichte des Dritten Reiches. Zentner, das waren zwei so, das waren zwei so dicke Wälzer, die es wirklich überall zu kaufen gab. So, und das war, ich würde mal sagen, apologetische Literatur und in hohen Auflagen verbreitet und von der extremen Rechten eben als ein Indiz dafür gewertet worden, dass es jetzt mit den 68ern auch mal wieder ein bisschen vorbei ist und das Pendel in die andere Richtung schwingt. In den späten 70er Jahren ist ja von der Hitlerwelle gesprochen worden. Also das sozusagen waren Indizien, die man dort sehr bewusst wahrgenommen hat. In den 80er Jahren gab es dann stärker, ich würde mal sagen, eine kulturpessimistische Interpretation. Da wurde viel diskutiert in der extremen Rechten über die Amerikanisierung der Buchproduktion. Ein Stichwort waren Bestsellerlisten, die in der Bundesrepublik erstmals aufgetaucht sind in den 60ern und dann sozusagen sich peu à peu durchgesetzt haben, wo gesagt worden ist, okay, da haben ja sozusagen die kleinen Verlage, und mit den kleinen Verlagen waren in der Regel auch die nationalistischen Verlage gemeint, haben die überhaupt keine Chance, sichtbar zu werden, weil Bestsellerlisten, das wissen wir über die letzten Kontroversen um diese Listen, auch Einfluss darauf nehmen, was gekauft wird. Und das letzte Stichwort hier ist die Konflikte auf den Buchmessen. In den letzten Jahren in Leipzig und Frankfurt hat es in Frankfurt jedenfalls auch schon in den 50er Jahren gegeben. Auch dort und zum damaligen Zeitpunkt haben sich schon Buchhändler und Verlegerinnen dagegen gewehrt, dass dort zum Beispiel die Erinnerungen von Ribbentrop, des Außenministers oder anderen, verkauft werden konnten oder angeboten werden konnten. Verkauft ist bei der Buchmesse ja nicht das primäre Ziel, aber für die Buchhändler sich zu informieren. Im Bereich des Journalismus, auch dort sozusagen wird die gesamte Bandbreite bewertet und es wird Zeiten nachgetrauert, wo die Welt ein dezidiert nationalistisches und rechtes Profil hatte. Hier sind ein paar Namen genannt von Autoren, die zum damaligen Zeitpunkt
Zeitpunkt die Linie des Blattes maßgeblich mitbestimmt haben. Döring-Manteuffel, ein Historiker, hat das Profil der Welt für den damaligen Zeitpunkt so beschrieben, dass er gesagt hat, insbesondere in der antisozialistischen, antikommunistischen Agitation sei die Welt kaum von der Propaganda der NPD zu unterscheiden. Also es bezog sich sozusagen auf die Mitte der 60er Jahre. Und dann sozusagen insbesondere mit dem Ausscheiden dieser Autoren aus der Redaktion, zum Teil sind sie gestorben, gab es eine gewisse Liberalisierung dieser Tageszeitung und das hat dann Anfang der 80er dazu geführt, dass Sendbühler, jemand, der bei der Studierendenorganisation der NPD aktiv gewesen ist, jetzt zum damaligen Zeitpunkt bestimmt, sie sei sozusagen jetzt ebenfalls, hätte sich eingereiht in diese Phalanx der antideutschen Lizenzpresse. Als der Fokus gegründet wurde, gab es relativ große Hoffnung, dass dem Spiegel, der Spiegel ist sozusagen eines der großen Feindbilder, dass sozusagen dem Spiegel eine wirkmächtige Alternative entgegengestellt wird. Und am Anfang sah das ja auch so aus, die Auflage des Fokus war relativ groß, das Profil war deutlich konservativer. Inzwischen sind die Enttäuschungen da rechts außen relativ groß, weil wenn Sie sich den Fokus angucken, in der Regel bezieht sich das Titelbild auf irgendwelche Lifestyle-Geschichten. Ja, Rente, Gesundheit, was auch immer. Aber sozusagen nicht im Sinne einer politischen Thematisierung, sondern eher, was muss ich als Individuum tun, um sozusagen mit diesen Dingen gut klarzukommen. Also große Enttäuschung, was den Fokus angeht. Die FAZ ist auch nicht mehr sozusagen das, was man mal da drin gesehen hat. Also auch hier ein Zitat von Stein, das ist nicht Dieter Stein von der Jungen Freiheit, sondern Philipp Stein, hätte sich sozusagen auch dem Einheitsbrei der medialen Öffentlichkeit angepasst. Also sozusagen alles dieses gesamte Konglomerat an Lügenpresse. Der Spiegel, wie gesagt, das zentrale Feindbild, was man eigentlich ein bisschen systematischer noch angucken müsste, weil wenn man in die Geschichte des Spiegel reingeht, dann weiß man, dass insbesondere in der Frühphase auch viele ehemalige Angehörige der NS-Propagandakompanien da geschrieben haben und so weiter. Die Zeit gehört sozusagen auch zum großen Feindbild, weil es sozusagen eine liberale Tageszeitung ist und der Liberalismus per se ein Feindbild der extremen Rechten ist. Da gab es vielfach, wurde sozusagen nahegelegt, naja, da haben irgendwie die Juden ihren Einfluss festgemacht an der Person des Großvaters von Helmut Schmidt. Also es wird dann sozusagen immer über bestimmte Ecken wird irgendein jüdischer Einfluss oder eine jüdische Persönlichkeit gesucht, um zu zeigen, dass das auch alles antideutsch ist. Und dass die Bewertung solcher Zeitungen geht eben auch bis in Jugendzeitungen, die Bravo, klassische Zeitung, mit der viele Ältere groß geworden sind, wo Frau Kositzer geschrieben hat, die Zeitung hätte zur Zersetzung als überkommen empfundener Wertvorstellungen beigetragen und insbesondere eben dieses soldatische Verständnis aufgelöst, was für die extreme Rechte relevant ist. Also so kann man das, wenn man das sich lange genug sozusagen mit den Texten und Veröffentlichungen der extremen Rechten beschäftigt, kann man sozusagen für fast alle Zeitungen, Regionalzeitungen weniger, aber die großen Zeitungen sozusagen finden. Und das Ergebnis ist eigentlich immer, die gehören irgendwie zu dieser Lizenzpresse, sie sind irgendwie antideutsch, sie sind nicht mehr mit Blick auf einzelne Zeitungen auch nicht mehr das, was sie mal waren. Rundfunk und Fernsehen, insbesondere die öffentlich-rechtlichen Sender, werden ebenfalls eindeutig markiert als politische Gegner, fallen starke Worte wie Meinungsdiktatur, inländerfeindliche Sendungen, Begriff der Inländerfeindlichkeit, der von der NPD entwickelt worden ist, wie man sieht, sozusagen schon vor einigen Jahrzehnten. Und mit Blick auf die öffentlich-rechtlichen Sender gibt es aktuell auch von der AfD vertreten immer die Position, die Gebühren sozusagen abzuschaffen. Und da treffen sich sozusagen
verschiedene Strömungen. Eine, die auch neoliberal argumentiert und sagt, wir brauchen sozusagen kein staatlich finanziertes Fernsehen und keinen Rundfunk. Mit denjenigen, die sozusagen aus weltanschaulichen Gründen im Sinne davon, dass das sozusagen deutschfeindlich ist, tun. Das Zweite ist, dass es Vorschläge gibt, sozusagen die Sender zu zentralisieren, also zu sagen, wir brauchen eigentlich nur einen Sender, öffentlich-rechtlich, und der muss sozusagen staatlich viel enger kontrolliert sein. Also das, was es heute bei aller Kritik gibt, dass sozusagen dort gesellschaftliche Gruppen in den Aufsichtsräten sitzen, soll sozusagen zurückgefahren werden. Und dann soll auch kontrolliert werden, dass die Sendungen, die dieser Staatssender ausstrahlt, nicht mehr deutschfeindlich sind, in Anführungsstrichen. Und das ist dann diskutiert worden, auch mit Blick auf bestimmte Sendungen, als die Politmagazine eingeführt wurden, Report, Panorama und so weiter, ist das für die extreme Rechte ein großes Thema gewesen und man hat sozusagen immer versucht, darauf auch Einfluss zu nehmen. Die Einführung des Privatfernsehens, davon hat man sich relativ viel auch erhofft, weil man vermutet hat, dass oder gehofft hat, dass die privaten Sender durch ihr Angebot Druck machen auf die Öffentlich-Rechtlichen, also sozusagen als Korrektiv wirken. Auch da relativ große Enttäuschung, weil argumentiert worden ist, naja, die haben ja die ganzen US-Formate eingekauft und das ist billiger Schund. Ja, also da hat sich das auch nicht realisiert, die Hoffnung. Und es gab dann, wie gesagt, die haben auch technologische Innovationen immer verfolgt. Als Videokassetten aufkamen, haben die gedacht, ja, das ist ja vielleicht eine gute Möglichkeit, den eigenen Standpunkt billig zu verbreiten, ja, also das zu kopieren, zu verteilen und so weiter. Und da hat man aber gedacht, na gut, aber die großen Unternehmen haben eigentlich viel größere Möglichkeiten, das zu tun. Die drücken sozusagen ihre Produkte in den Markt, da haben wir doch keine Chance. Beim Kabelfernsehen war die Idee, eigentlich auch nicht schlecht, gute technologische Möglichkeit, aber es würde die deutsche Spaltung vertiefen, weil die Brüder und Schwestern in der DDR würden damit nicht erreicht und so weiter. Es gab immer sozusagen sehr unterschiedliche Sichtweisen darauf. Und es gab auch vielfach eine Diskussion, können wir nicht einen eigenen Rundfunk und Fernsehen machen? Und das ist allerdings jedenfalls in der traditionellen Form ja so aufwendig, dass das nie realisiert werden konnte. Und jetzt haben wir aber über das Internet als Plattform durchaus auch Fernseh- und Radioangebote aus diesem Spektrum. Das sind keine Vollprogramme, das ist klar, aber es sind sozusagen doch Versuche, Fernsehen und Rundfunk in irgendeiner Form zu imitieren. Zum Internet will ich, glaube ich, nur zwei Sachen kurz sagen. Natürlich nutzt dieses Spektrum das Internet in vielfältiger Weise. Und ich glaube, einmal im Jahr werden Zahlen veröffentlicht, wie viele rechte Webseiten es gibt und so weiter. Das ist relativ dynamisch. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, was die Möglichkeit angeht, da eine genaue Zahl anzugeben, weil ein Teil dieser Seiten, die dann online gehen, sind relativ inaktiv, da passiert nicht viel. Dann ist die Frage, zählt man sozusagen jede Seite eines Kreisverbandes extra und so weiter. Also das finde ich ist in gewisser Hinsicht müßig. Ohne Zweifel ist sozusagen dieses Spektrum, nutzt die Möglichkeiten in jeder Hinsicht. Zur Mobilisierung, zur Verbreitung der eigenen Weltdeutung, zur Vernetzung, sei es im politischen Bereich, sei es sozusagen eher im privaten Bereich. Also da gibt es, glaube ich, heute Nachmittag auch nochmal einen Workshop. Aber auch dort gibt es zum Teil eine ambivalente Sicht. Hier ein Beispiel von Gansel, der ja hier im Landtag in Sachsen gesessen hat. Sozusagen eher eine kulturpessimistische Sichtweise, der also davon gesprochen hat, dass durch das Internet Menschen zu Online-Junkies würden, die da ihren primitiven Unterhaltungswünschen nachkommen. Es führt zur Primitivisierung der Schriftsprache. Also eine Reihe von Einschätzungen, die dieser breiten Nutzung des Internet und der damit verbundenen Möglichkeiten ein bisschen skeptisch gegenübersteht. Das galt übrigens auch schon zu einem Zeitpunkt, wo das Fernsehen sozusagen sich breit durchgesetzt hat. Auch da gab es sozusagen im Bereich der extremen Rechten Leute, die gesagt haben, da lassen wir mal die Finger von, wir schaffen uns keinen an, das verdirbt die Jugend und so weiter und so weiter. Also diese kulturpessimistische Perspektive zieht sich eigentlich auch durch die Jahrzehnte.
Wenn wir uns die Printprodukte angucken, dann kann man erstmal grundsätzlich unterscheiden zwischen nicht-periodischen und periodischen. Nicht-periodische sind zum Beispiel Flugblätter oder Aufkleber, Plakate, also solche zu bestimmten, in der Regel zu bestimmten Anlässen produzierten und verbreiteten Medien. Und mein Fokus wird sein eher auf die periodischen Printprodukte, wo es eine sehr große Bandbreite gibt dessen, was wir dort finden. In der Regel sind das Produkte, die ja, der breiteren Öffentlichkeit, wenn sie sich nicht dafür interessiert, nicht sichtbar werden. Eine Ausnahme war lange Zeit die Nationalzeitung, die es über viele Jahrzehnte schon gibt, die aber auch von vielen Kiosken inzwischen verschwunden ist. Die beiden unteren, Mensch und Mars, gehört zur Ludendorffer Bewegung und wird sozusagen im Wesentlichen dort gelesen. Und unten rechts die Nordische Zeitung von der Artgemeinschaft. Also das sind sozusagen die beiden letzten, sind eher Publikationsorgane, die Angehörige und Sympathisierende dieser Strukturen selbst ansprechen. Die Bandbreite bezieht sich auf die Auflage, das streut breit. Also die Nationalzeitung hatte zu ihren besten Zeiten eine Auflage, glaube ich, von 200.000 Exemplaren. Andere Schriften sind vielleicht bei ein paar hundert, also es gibt eine große Bandbreite. Der Umfang variiert, wir haben Blättchen, die vielleicht 8 Seiten haben, dann aber auch tatsächlich Zeitschriften, die 50, 60 Seiten haben, oder wenn man an die Hier und Jetzt denkt, die auch mal über 100 Seiten hatten, also gibt es sozusagen auch eine große Bandbreite. Erscheinungsdauer, ich hatte eben die Nationalzeitung bereits genannt, über mehrere Jahrzehnte, Nation und Europa über mehrere Jahrzehnte. Manche erscheinen zweimal und verschwinden dann wieder, weil die Ressourcen nicht reichen. Erscheinungsfrequenz variiert von wöchentlich bis halbjährlich, würde ich sagen. Auch das Verbreitungsgebiet, manche sind lediglich regional vertreten und auch nur für ein regionales Publikum eigentlich gedacht. Zur Themenvielfalt werde ich gleich nochmal was sagen. Und es gibt eine Reihe von diesen Zeitschriften und Zeitungen, die organisationsgebunden sind, aber viele haben auch versucht, sozusagen über eine einzelne Organisation hinaus ein Publikum anzusprechen. Ein Projekt, was wir im Forschungsschwerpunkt gerade machen, ist der Versuch, mal zusammenzutragen, welche Printpublikationen es eigentlich seit 1947 in der Bundesrepublik gegeben hat, die von der politischen Rechten rausgegeben worden sind. Das ist relativ kompliziert. Für die letzten 40 Jahre, würde ich sagen, gibt es relativ gute Möglichkeiten. Auch da hilft das Internet. Und es helfen vor allem die verschiedenen antifaschistischen Archive, die es gibt. Aber für die späten 40er, 50er und 60er Jahre ist es schon sehr viel schwieriger. Da muss man sehr tief in die Archive einsteigen. Aber es ist ein spannendes Projekt. Und man kann daran über die Jahrzehnte so ein bisschen systematischer verfolgen, wie sich die rechte Medienlandschaft entwickelt hat. Man könnte das auch für den Buchmarkt machen, da müsste man sicherlich noch aufwendiger forschen. Jetzt kann man sozusagen drei Idealtypen unterscheiden, wenn wir über diese Printprodukte sprechen. Wie gesagt, das sind Idealtypen. In der Realität gibt es etliche Fälle, wo sich diese Trennung nicht ganz scharf machen lässt. Wir haben sozusagen Ideologieorgane, also welche, in denen es vor allem darum geht, grundsätzlich Weltanschauung zu erklären. Oder bezogen auf aktuelle Ereignisse und Entwicklungen eine Deutung anzubieten. Diese Zeitschrift, die Sie ganz rechts sehen, Deutschland in Geschichte und Gegenwart, hat es auch mehrere Jahrzehnte gegeben, die ist jetzt eingestellt worden. Wir haben Cato Magazin, was das rechte Bildungsbürgertum versucht anzusprechen, so will ich das mal auf eine kurze Formel bringen. Wir haben Zielgruppenorgane, das heißt Zeitschriften, die Personen ansprechen, die an bestimmten Themen interessiert sind. Recherche D ist sozusagen relativ kurz auf dem Markt, ist der Versuch, eine Wirtschaftszeitung zu machen, also die sich mit wirtschaftlichen Themen beschäftigt.
Wir haben die Deutsche Militärzeitung für Leute, die an militärhistorischen, aber eben auch an aktuellen Fragestellungen interessiert sind, Umwelt und aktiv zu Umweltfragen. Und wir haben sozusagen das, was ich hier auch ein bisschen unscharf Scharnierorgane nenne, welche die tatsächlich im Zeitschriftenhandel sind, über die Grossisten vertrieben werden, mit Ausnahme von dem, was Sie ganz rechts unten sehen, also Junge Freiheit, Preußische zuerst, die es auch schon 9 Jahre gibt und die sozusagen den Spiegel imitieren wollen von der Aufmachung. Aber die sozusagen auch darauf bauen, dass Personen, die zum Beispiel im Bahnhofskiosk sind und gucken, ach, was könnten sie denn mal mitnehmen, angesprochen werden über eine Schlagzeile und das Produkt kaufen und dann sozusagen vielleicht zu regelmäßigen Lesern oder Leserinnen werden. Wir haben Parteipublizistik. Links sehen Sie sozusagen Beispiele der NPD. Ordnungsruf war in Mecklenburg-Vorpommern die Zeitung der Fraktion dort. Die Umfang und Qualität hängen in der Regel sozusagen von finanziellen und personellen Ressourcen ab. Allerdings lässt sich auch hier sagen, dass der Aufwand auch zur Herstellung von Printprodukten in den letzten 10, 15 Jahren erheblich abgenommen hat. Also es ist heute viel einfacher, zunächst mal sowas auf den Markt zu bringen. Jetzt nicht unbedingt sozusagen mit Blick auf den Zeitschriften, Zeitungsvertrieb, nicht bei den Grossisten, aber sozusagen sowas zu produzieren wie den Aktivisten, das ist sozusagen im Vergleich zu früher mit vergleichsweise wenig Aufwand möglich. Das gilt übrigens für den gesamten Zeitschriftenmarkt. Wenn Sie heute in den Bahnhofskiosk einer größeren Stadt gehen, dann finden Sie, weiß ich nicht, vielleicht 5 oder 6 Zeitungen, die sich allein mit dem Thema Schlagzeug beschäftigen. Ja, und wenn Sie 40 Jahre zurückgehen, da gab es vielleicht 3 große Musikzeitschriften. Also sozusagen die Bandbreite hat sich insgesamt vervielfacht und das gilt sozusagen auch für diesen Bereich, weil der Aufwand vergleichsweise gesunken ist. Und rechts sozusagen eine kleine Auswahl von Publikationen der AfD. Logischerweise gibt es das alles auch nochmal, beziehungsweise in zusätzlichem Umfang im Netz. Wir haben Kompakt, eine Zeitschrift, die es jetzt seit 9 Jahren gibt, von Jürgen Elsässer rausgegeben, jemand, der verschiedene politische Lager durchlaufen hat, ich will es mal so formulieren, ursprünglich aus der Linken kommt, das ist festzuhalten, weshalb einige, die das Blatt beobachten, von Querfrontprojekt sprechen, also von dem Versuch sozusagen, Linke und Rechte, vielleicht erstmal anders, sozusagen die Unterscheidung zwischen links und rechts für veraltet zu erklären und auf dieser Grundlage ehemals Linke und Rechte sozusagen für ein gemeinsames Projekt zu sammeln. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das Profil dieser Zeitschrift tatsächlich als Querfrontprojekt sozusagen angemessen charakterisiert wird. Wenn man sich das systematisch anguckt, dann ist das eine klassisch rechtsextreme Zeitschrift mit einem entsprechenden Profil. Die Inszenierung ist hier Mut zur Wahrheit und auf der einen Seite so eine Selbststilisierung als Opfer. Die nationale Presse wird verfolgt. Und gleichzeitig aber auch der Versuch, sowas wie eine Erfolgsgeschichte der Deutschen zu konstruieren. Und der Deutschen meint in diesem Fall immer Deutsche, die sozusagen national orientiert sind, die souverän orientiert sind, also dieser Idee des absolut souveränen Nationalstaats folgen, was beispielsweise in der Konsequenz bedeutet Aufkündigung von völkerrechtlichen Verträgen, Austritt aus der UNO und so weiter, jedenfalls Aufkündigung aller Versuche, internationale Konflikte auch durch internationale Vereinbarungen zu regeln. Die Zeitung organisiert Tagungen, ich glaube nächstes Wochenende ist wieder eine, hat auch sowas wie einen eigenen Fernsehsender und Elsässer ist jemand, der auf vielen Veranstaltungen der völkisch-rassistischen Bewegung und der ganzen Demonstration sozusagen auftritt als Redner und dort spricht. Ich finde sozusagen bemerkenswert an der Kompakt, wie tatsächlich zuspitzend und hetzerisch viele dieser Artikel sind
Und man kann sich auch, glaube ich, intensiv beschäftigen mit der visuellen Gestaltung, insbesondere der Titelbilder. Dazu ist vielleicht im Laufe der Veranstaltung noch die Möglichkeit. Zuerst gibt es auch ungefähr seit derselben Zeit, Ende 2009, und kommt aus dem Hause Dietmar Mounier. Das ist ein Verleger, der in Schleswig-Holstein in einem kleinen Dorf eine große Scheune hat und ursprünglich eine Buchhandlung hatte, die er von Thies Christoffersen übernommen hat, einem Auschwitz-Leugner. Und diese Buchhandlung gab es ein paar Jahre in Kiel in der Innenstadt. Und dann hat er sich sozusagen zurückgezogen aufs Dorf, weil es immer wieder Proteste auch gegen diese Buchhandlung gab. Und gibt, wie gesagt, diese Zeitung heraus. Das Vorbild ist der Spiegel. Und die hat im Prinzip noch mal ein bisschen anderes Profil. Sie hat sozusagen auch immer einen großen Aufmacher, sie hat Kurzmeldungen. Also wenn man sozusagen nur die Struktur der Meldungen anguckt, dann ist es ein Stück weit tatsächlich der Versuch, den Spiegel zu kopieren. Erscheint monatlich, die genaue Auflage ist nicht klar. Aber sie finden sie an sehr vielen Kiosken. Und bemerkenswert an beiden Zeitungen ist, dass sie im Prinzip weitgehend ohne Werbung auskommen, jedenfalls ohne Werbung außerhalb des Spektrums von Gleichgesinnten. Ja, natürlich haben die sozusagen auch mal Anzeigen drin von befreundeten rechten Verlagen, aber sozusagen sowas wie wir das in den 60er Jahren noch hatten, dass zum Beispiel in rechtsextremen Publikationen auch mal eine Anzeige von Siemens war, werden Sie hier nicht finden. Also das ist sozusagen aus Reserven finanziert und zum Teil eben auch aus Abogebühren. Die Frage der Auflagen ist kompliziert, weil, ich habe es ganz unten hingeschrieben, sozusagen nur in sehr wenigen Fällen es eine IVW-Prüfung gibt. IVW ist eine Gemeinschaft, die sozusagen unabhängig prüft, wie hoch die gedruckte und die verkaufte Auflage sind. Das ist relevant für Anzeigenkunden, weil sozusagen das, was tatsächlich mögliche Käufer oder Käuferin erreicht, ist relevant. Und die meisten dieser Blätter beteiligen sich daran nicht, an dieser Prüfung. Eine Ausnahme ist die Junge Freiheit. Und Sie sehen sozusagen, ich habe eine Reihe von Fragezeichen und ich würde auch ein Fragezeichen machen bei der Blauen Post. Die 140.000 ist eine Eigenangabe, das glaube ich ist maßlos übertrieben. Aber das gehört eben auch dazu im politischen Geschäft, dass das viele tun. Und auch hier gilt, wenn Sie auf die Kompakt gibt auch höhere Zahlen an, da wird dann manchmal gerechnet, dass es Sonderausgaben gibt, dass es Werbeexemplare gibt und so weiter und so weiter. Also es ist kein einfaches Geschäft, da zu verlässlichen Zahlen zu kommen. Und Sie müssten jeweils zurechnen, dass diese Zeitung alle auch Online-Angebote haben, wo ein Teil der Texte auch zugänglich sind. Und die relativ, zum Teil wie die Kompakt, relativ hohe Zugriffszahlen haben. Wenn man das bilanzieren will, und das ist sozusagen ein Text, der 1993 erschienen ist, also vor, jetzt müsste ich mal schnell rechnen, 25 Jahren. Und da kamen die Autoren dieses Bandes zu dem Ergebnis, dass die Vielzahl dieser damals Printangebote, ausschließlich Printangebote, dass die faktisch eine Großpartei ersetzen, weil sie eine organisatorische Klammer bereitstellen, weil sie Koordinationsfunktionen übernehmen, weil sie in gewisser Hinsicht auch eine Betreuungsinstanz sind, also sozusagen sich um die Fragen kümmern, die bei Anhängern, Anhängerinnen dieser politischen Strömung auftauchen. Dass sie weltanschaulich schulen, ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Und das ist so ein Zeitpunkt gewesen, wo es sozusagen eine solche Großpartei nicht gegeben hat. Im Moment gibt es eine solche Großpartei, nämlich die AfD. Und das, was wir sozusagen mit gewissen Ausnahmen sehen, ist, dass sich viele dieser Printmedien orientieren auf die AfD. In unterschiedlicher Art und Weise. Wenn man die Kompakt nimmt, die Kompakt verfolgt sozusagen dieses Projekt AfD von Anfang an und hat es und unterstützt es sozusagen auch, sei es bei gemeinsamen Veranstaltungen, sei es in Form von Texten, von Interviews.
Die Deutsche Geschichte ist eine rein historische, militärhistorische Zeitschrift, die in jüngerer Zeit auch, also die hat sich eigentlich politisch von rechten Parteien weitgehend ferngehalten. Aber wenn man jetzt in den letzten 2 Jahren sozusagen die Editorials liest, dann sieht man auch dort sozusagen, gibt es eine Orientierung auf die AfD, die Sezession des Instituts für Staatspolitik, also Kubitschek und Co., verfolgt das Projekt mit Fokus auf eine bestimmte Strömung auch seit längerem, die zuerst hat, ich glaube, konstant in den letzten Jahren in jeder Ausgabe 2 bis 3 Interviews mit AfD-Personal. Die Junge Freiheit wird, glaube ich, auch von vielen in der AfD als sozusagen das Hausblatt angesehen. Auch sie verfolgt die Entwicklung der AfD seit langem. Und wenn man das im Detail nachvollzieht, dann glaube ich, ist interessant, wie die Befürchtung bei der Chefredaktion der Jungen Freiheit, dass die AfD zu radikal wird, sich ein Stück weit aufgelöst haben. Als es den Konflikt in der AfD gab, um die Frage, soll Lucke sozusagen abgesetzt werden, gab es immer die Befürchtung, oh, ob das nochmal gut ankommt und ob die AfD nicht zu viel Wähler und Wählerinnen verliert. Und als das nicht der Fall war, hat man gesagt, okay, dann unterstützen wir das Projekt weiter. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht. Es gibt so ein bisschen Versuche oder Befürchtungen sozusagen, dass wenn sich der Höcke-Flügel vollständig durchsetzt, der Erfolg dieser Partei gefährdet ist, aber insgesamt lässt sich, glaube ich, sagen, dass die Junge Freiheit ein starkes Angebot ist für die AfD. Und angesichts der relevanten Zahl von Burschenschaftern in der AfD gibt es sozusagen ja auch die burschenschaftlichen Blätter, die eigentlich auch nur in diesem Spektrum gelesen werden, aber auch dort gibt es sozusagen eine Orientierung auf die AfD. Also wir haben jetzt sozusagen die Situation, wo wir diese Großpartei haben, und ein sehr breit gefächertes Angebot an Printmedien plus sozusagen das, was im Internet zugänglich ist, zum Teil verbunden mit den hier vorgestellten Produkten, zum Teil nochmal unabhängig davon. Also wenn Sie unten PI News nehmen, ist das sozusagen was, was nur online existiert. Und wir haben dann, das sind so ein bisschen die Ausnahmen, das neonazistische Spektrum interessiert sich mehr oder weniger nicht für die AfD. Ja, sondern die machen sozusagen ihren Stiefel weiter. Da wird sich auch bei der NPD ein bisschen an der AfD abgearbeitet. Aber dass die sozusagen jetzt in die AfD als politisches Projekt ihre Hoffnung setzen, lässt sich nicht beobachten. Ich komme zum Schluss. Das, was, glaube ich, auch gang und gäbe ist bei der extremen Rechten, auch bei der AfD, ist sozusagen diese Klage über eingeschränkte Meinungsfreiheit. Das wird man doch nochmal sagen dürfen, ist sozusagen zu einem stehenden Begriff geworden. Das geht bei einem Teil dieses Spektrums dahin zu sagen, okay, wir müssen streichen § 86a und 130 StGB. Sie hatten schon darauf hingewiesen, sozusagen, wo setzt eine Gesellschaft die Grenzen dessen, was sie straffrei lassen will oder was sie eben strafbewehrt. Das ist ein Verweis auf die Gesellschaft für freie Publizistik, eine Organisation, in der Buchhändlerinnen, Verlegerinnen, Autoren dieses Spektrums zusammenfinden und die sich einmal im Jahr treffen und hier eine Resolution, die auch schon ein bisschen älter ist, aber wo es letztendlich hinter dieser Forderung der Meinungsfreiheit letztendlich darum geht, das sind hier die Stichworte zeitgeschichtlicher Revisionismus, auch die Leugnung des Holocaust möglich zu machen, ohne dass man dafür strafrechtlich belangt wird. Und auf der anderen Seite haben wir auch das darüber, sagen wir mal, das stellt die extreme Rechte nicht in den Vordergrund, weil das einer Forderung nach Meinungsfreiheit erkennbar widersprechen würde. Aber wenn man sozusagen sehr intensiv diese Medien sich anguckt, die da publiziert werden, dann findet man eben auch Stellen, wo Einschränkungen der Meinungsfreiheit aktiv gefordert werden. Und das wird sozusagen hier Sander, jetzt fällt mir sein Vorname gerade nicht ein, einer der langjährigen Vordenker
und auch Theoretiker der extremen Rechten, der die, unter anderem die Staatsbriefe rausgegeben hat, der sozusagen koppelt die Pressefreiheit daran, dass das Gemeinwesen in schöpferischer Kontinuität erhalten bleibt. Schöpferische Kontinuität meint hier im Prinzip die Abfolge der Generationen im völkischen Sinne. Ergibt sich aus dem Kontext, in dem er das geschrieben hat. Und sozusagen nur dann tritt er dafür ein, dass diese Pressefreiheit existieren darf und soll. Und in allen anderen Fällen, wo zum Beispiel antideutsche Propaganda identifiziert wird oder es Personen gibt, die sozusagen entsprechend charakterisiert werden, soll deren Wirken eingeschränkt werden. Also was es gleichzeitig neben dieser Klage, es gibt zu wenig Meinungsfreiheit gibt, sind Vorschläge, Forderungen danach, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Und insofern, glaube ich, leidet dieses Plädoyer für Meinungsfreiheit erheblich. Und damit möchte ich schließen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Herr Virchow, vielen herzlichen Dank für diesen facettenreichen Einblick. Auch hier würde ich gleich wieder für Sie die Fragerunde eröffnen, wenn Sie mögen. Es sind wieder zwei Mikrofone aufgestellt. Da kommt schon die erste Frage. Ja, hallo, mein Name ist Kühnert, ich komme aus Leipzig und habe eine recht übersichtliche Frage. Wie schätzen Sie ein, zum Beispiel Fernsehangebote von ZDF Info, wo keine Woche eigentlich vergeht, ohne dass thementagartig stundenlang Sendungen über Hitler laufen, Hitlers Hund, Hitlers Kühlschrank, Hitlers Flugscheiben. Ist das nur eine Kuriosität, ist das einfach nur eine irrelevante Nische? Das würde mich interessieren, wie Sie das sehen. Ja, danke für die Frage. Ich glaube, eine spannende Frage, wozu es aber meines Wissens keine Forschung gibt, ist, wer guckt das eigentlich? Weil es gibt ja in der Tat Sender, die einen Großteil ihres Programmes mit solchen Dokumentationen füllen, die dann, ich weiß nicht, wie oft auch wiederholt werden, die vielfach mit dem arbeiten, was man dokumentarisches Material nennt, also sozusagen den Eindruck von Original Filmausschnitten erzeugen, die sicherlich auch dabei sind, aber sie sind eben ausgewählt und insofern ist das auch immer eine Interpretationsleistung, die diejenigen erbringen, die diese Filme produzieren. Aber trotzdem entsteht ja dieser Eindruck der Authentizität, dass man sozusagen unmittelbar dabei ist, wenn irgendwo die Bomber fliegen oder Hitler im Bunker spricht. Ich glaube, das Gucken zum Teil, soweit ich das weiß, aber es gibt keine systematische Forschung, das Gucken zum Teil zeitgeschichtlich Interessierte, die sehr unterschiedliche Kenntnisstände haben und damit auch sehr unterschiedliche Möglichkeiten, das, was sie dort sehen, auch angemessen zu kontextualisieren, weil diese Sendungen vielfach, sagen wir mal, ansprechen die Faszination von Technik und von Waffentechnik. Aber die, sagen wir mal, normative Einordnung und Bewertung vielfach sehr randständig ist. Das gibt es sozusagen dann mal als, ich will nicht sagen Alibi, es gibt sozusagen sehr randständig, dass dann auch mal auf den historischen Kontext Bezug genommen wird. Aber das steht nicht im Vordergrund und es verschwindet sozusagen auch gegenüber den ja vielfach sehr eindrücklichen und massiven Bildern, die dort präsentiert werden. Ich finde das insofern auch problematisch, weil eben diese angemessene historische Einordnung vielfach unterbleibt. Ich glaube, dabei würde ich es ehrlich gesagt bestehen lassen, weil sonst müsste ich jetzt zu sprechen kommen auf Herrn Knopp. Und das schenke ich mir jetzt. Das, was einem als erstes einfällt dabei. Gibt es weitere Fragen oder ist Ihre Frage damit soweit beantwortet?
Sie haben viele Dinge vorgestellt aus der reichhaltigen Geschichte des rechtsextremen Denkens in Deutschland. Mich würde interessieren, wie Sie die aktuellere Entwicklung einschätzen. Es waren eine ganze Reihe Printpublikationen, die Sie genannt haben, die Ihr Erscheinen eingestellt haben. Ist die Printphase vorbei? Mhm. Ist das alles im Netz? Nee, glaube ich nicht. Also das könnte man ja denken, wenn man zu Recht sozusagen nochmal guckt, was eigentlich das Internet und Web 2.0 und so weiter, was das an Möglichkeiten bietet. Ich glaube nicht, dass die Printphase vorbei ist. Dagegen spricht zum einen, glaube ich, die Empirie, also das, was wir sehen, was neu auf den Markt kommt. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wo zieht man die Grenze, aber ich hatte Cato erwähnt, man könnte Tichys Einblick erwähnen und so weiter, Durchblick und so. Also es gibt sozusagen immer wieder neue Produkte. Das durchzieht aber sozusagen die letzten Jahrzehnte. Es sind immer Zeitungen eingegangen, neu entstanden. Insofern glaube ich nicht, dass die diese Druckphase, diese Printproduktphase vorbei ist. Das Zweite ist, es gibt ein Publikum, was sozusagen das Gedruckte sozusagen gutiert. Und wenn man die Cato sich zum Beispiel anguckt, als eine relativ neue Zeitung, die so ein Bildungsbürgertum anspricht oder ansprechen soll, dann ist sie von der Aufmachung sozusagen, sei es einerseits das Papier, aber auch sozusagen die Art der Bilder, etwas, was man, glaube ich, nicht für die Lesenden in gleicher Qualität am Bildschirm anbieten kann. Insofern würde ich eher sagen, diese Ausdifferenzierung wird sich fortsetzen. Es wird auch neue Produkte geben, also beispielsweise die Wirtschaftszeitung. Bin ich mal gespannt, wie lange sich die halten wird, wie sie angenommen wird. Aber auch im Bereich zum Beispiel der rechten Militärpublizistik. Die Deutsche Militärzeitung gibt es jetzt schon mehrere Jahrzehnte, aber auch da gibt es sozusagen zusätzliche Produkte. Also es gibt sozusagen dafür auch einen Markt. Und wahrscheinlich nicht für jedes Produkt, was da neu auf den Markt gebracht wird, aber im Grundsatz, glaube ich, werden wir das weiter beobachten können. Ich kann es nur unterstreichen, was Sie sagen, und möchte vielleicht ergänzen mit einem kleinen Blick nach Österreich. Wir schaffen es immer, 5 Jahre vorweg zu sein, was diese Entwicklungen angeht. Wir haben sogar in den letzten Jahren 2 neue Printprodukte bekommen, wovon eins interessanterweise als Online-Zeitschrift, Tageszeitung, wie auch immer, begonnen hat und sich nachher zu einem Printprodukt zusätzlich entwickelt hat. Das heißt, man sieht, es geht auch in diese Richtung. Und als Warnung oder als Voraussicht kann ich nur sagen, sehr genau die Parteimedien zu beobachten. Es wirkt am Anfang immer recht klein und lächerlich, aber die FPÖ hat es geschafft, in den letzten 7 Jahren wirklich ein Arsenal an eigenen, parteinahen Online-Infrastrukturen aufzubauen. Und das wichtigste Organ ist der eigene Fernsehsender, den sie auf YouTube begonnen haben. Der wirkt sehr holprig am Anfang und macht sich ein bisschen lustig und der Ton ist nicht so gut, aber die haben sich sehr schnell professionalisiert und das kappt sie los vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den sie auch so verachten, und schaffen wirklich sehr, sehr hohe Klickzahlen. Und ich weiß nicht, ob das hier rezipiert wird, aber ich habe das Gefühl, wöchentlich sind irgendwelche hohen AfD-Politikerinnen bei der FPÖ in Österreich, um einen Lernprozess mitzumachen, genau was das angeht. Das heißt, wir haben einen eigenen Fernsehsender, wir haben eigene Printprodukte, die absichtlich sehr boulevardesk und hässlich, würde man sagen, daherkommen. Wir haben eigene Comics für Jugendliche in Wahlzeiten, die wirklich sehr, sehr krass, wieder stürmisch und fast sind, von wie sie gezeichnet werden. Wir haben Blogs, wir haben die eigenen Homepages, wir haben die eigenen Facebook-Pages, die wahnsinnige Klickzahlen haben, und wir haben dann zusätzlich noch die rechtsextremen Blogs und Zeitschriften, die auch wiederum geteilt werden, zusätzlich zu dem ohnehin schon sehr rechten etablierten Mediendasein, Kronenzeitung, Boulevard und so weiter. Und die FPÖ jetzt in der Regierung, etwas, was hier mit der AfD sicher auch, hoffentlich nicht, aber vielleicht auch bald droht, zumindest ist realistisch, hat jetzt innerhalb, sie haben nicht mal ein Jahr diese Regierung, und ein einziger Blog hat 40.000 Euro schon an Inseraten bekommen, in diesem nicht mal einem Jahr. Das heißt, da geht sich schon sehr viel zusätzlich aus. Und deswegen, wie würden Sie einschätzen, diese Zusammenarbeit oder dieses über die Grenzen schauen? Denn ich weiß, Wochenblick, alles Roger, unzensuriert, wird auch sehr stark
in Deutschland geteilt. Das kann man auch nachverfolgen. Ja, vielen Dank. Ich hätte, glaube ich, auch eine Frage an Sie, was mit der Aula ist, aber das können wir vielleicht nachher diskutieren. Ich glaube, die Verbindung ist zwischen AfD und FPÖ ist tatsächlich sehr eng. Da spielen verschiedene Sachen eine Rolle. Fängt an sozusagen bei der Sprache, wo man sich sozusagen schnell verständigen kann. Das ist komplizierter, als wenn man jetzt zum Front National läuft oder woanders hin. Da gibt es sicherlich auch Verbindungen, aber FPÖ bietet sich quasi an. In der Tat, also ich glaube nicht, dass sozusagen die AfD kopieren kann, die FPÖ, weil sozusagen die FPÖ schon viel länger in den Strukturen ist und so weiter. Aber natürlich versucht sie zu lernen, was zum Beispiel eine erfolgreiche Medienarbeit ist, was die Frage angeht der Ausjustierung der unterschiedlichen Strömungen. Ja, also insofern, das glaube ich, gibt es wirklich sehr intensiv. Insofern teile ich die Einschätzung, dass das sozusagen eine besondere Beziehung ist zwischen diesen beiden Parteien. Und bei dem einen oder anderen mag auch die Rolle spielen, dass man das dann doch letztendlich auch als deutsches Gebiet ansieht. Ja, hallo. Sie hatten relativ zu Beginn des Vortrages diese, also in den Strategien, das Erzeugen von Medienaufsehen als Strategie auch. Und da ist ja, also ich fand, mir ist da eingefallen, dass eigentlich viel brisanter als zum Beispiel, wenn die Identitäre das Brandenburger Tor zuhängt mit Bannern, eigentlich ja auch ist, dass solche Aussagen wie, wir werden sie jagen oder was auch immer, die AfD twittert und sagt, ja auch immer sehr breit in Öffentlich-Rechtlichen besprochen wird und auch in allen möglichen Zeitungen und Zeitschriften. Und dass das ja eigentlich auch so eine große Strategie ist. Und es gab ja jetzt auch in ARD, ZDF diese Diskussion, dass immer wieder AfD-PolitikerInnen eingeladen sind zu Talkshows und eine riesige Bühne bekommen. Wie schätzen Sie das ein? Ist es, also wie ist da zu reagieren? Eigentlich sollte man die Bühne eher nicht eröffnen oder ist Ignoranz eher so, dass es das dann größer macht? Schwierige Frage oder schwieriges Thema. Ich teile zunächst mal das, was Sie sagen, dass es auch sozusagen diese Strategie der Provokation gibt, um sozusagen in die Medien zu kommen und Berichterstattung zu produzieren, zu provozieren. Das, glaube ich, gibt es und das stellt den Journalismus vor eine schwierige Herausforderung, weil auf der einen Seite die Gefahr tatsächlich besteht, dass man auf diese Strategie, die ja explizit auch formuliert ist, so machen wir das, reinfällt in Anführungsstrichen und damit sozusagen diesen Effekt erzeugt. Alle reden jetzt wieder über die AfD. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch eine journalistische, auch aus Sicht des Journalismus, eine Chronistenpflicht sozusagen. Und bei, auch wenn ich glaube, dass sich das ein bisschen relativiert hat, sowas wie eine Aufklärungspflicht oder Selbstverpflichtung. Ich glaube, dass es da kein Patentrezept für gibt. Ich glaube, dass man sozusagen im Einzelfall entscheiden muss. Ich habe dieses Beispiel mit den Identitären genommen, weil es da einfacher ist. Weil ich glaube, dass man mit Blick auf die Identitären in den Redaktionen entscheiden kann, wir hüpfen nicht über jedes Stöckchen, was uns dahin gehalten wird, verzichten aber auch nicht auf eine kritische Berichterstattung. Man macht vielleicht eine kleine Meldung auf Seite 4 und macht dann mal einen vernünftigen Hintergrundbericht. So kann man auch damit umgehen. Das ist, glaube ich, sozusagen, wenn der Parteivorsitzende der AfD sozusagen das in die Mikrofone spricht, sozusagen am Wahlabend, das lässt sich sozusagen, ist auch, glaube ich, auch nicht sinnvoll, das sozusagen nicht zu berichten. Ja? Trotzdem wird man das im Einzelfall gucken müssen oder müssen die Kollegen und Kolleginnen, die in dem Bereich arbeiten, das gucken. Und ich beneide sie nicht darum, weil das wirklich eine schwierige Entscheidung ist, an welchen Stellen sozusagen steigt man darauf ein, selbst wenn man es kritisiert, man sozusagen reproduziert es ja zunächst mal. Ja, also ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, ich verstehe vom Journalismus auch nicht genug, um sozusagen da jetzt Tipps geben zu können. Ja, herzlichen Dank, Herr Virchow, für den Einblick in eine
doch mir weitgehend fremde Welt, muss ich sagen. Also habe ich viel dazugelernt. Eine Anmerkung und eine Frage. Die Anmerkung, die sehr, sehr intensive und sehr aggressive Kritik an den Systemmedien hat ja auch Wirkung gezeitigt. Es ist ja auch nicht so, dass das nur sozusagen so global bleibt. Es wird ja zum Teil dann sehr konkret. Und es ist ja nicht so, dass diese Kritik nicht Dinge aufgedeckt hätte, die tatsächlich schiefgelaufen sind. Also Stichwort unzureichende Kennzeichnung von Quellen, Verwechslungen und so weiter und so weiter und so weiter. Was ja interessant ist, dass auch aufgrund dieser Kritik im Journalismus auch Lernprozesse eingesetzt haben. Also Stichwort, dass man Quellen besser überprüft, dass man Quellen kennzeichnet, dass man auch andere Positionen stärker zu Wort kommen lässt. Also, dass man auch das Gespräch mit dem Leser sucht, dass man aus dieser Arroganz herauskommt und sozusagen auch stärker mitmacht. Also es ist doch irgendwie so eine List, dass also diese Kritik wiederum also auch wieder konstruktiv dann aufgegriffen wird. Das wäre mein Hinweis, würde mich interessieren, wie Sie das sehen. Und die Frage ist, die schließt an die Vorrednerin an, Stichwort jetzt nicht nur Vergleich Österreich, sondern wir haben ja in ganz Europa, haben wir ja auch sein Erstarken des Populismus. Da würde mich schon interessieren, wie Sie das vergleichen, wie das, also ob Sie im Blick haben, wie das in Skandinavien sich entwickelt hat oder auch in Frankreich oder auch Italien, ob da grundsätzlich andere Medienstrategien der in Anführungsstriche Rechten da zu sehen sind oder ob das sozusagen einigermaßen sozusagen im gleichen Rhythmus und in der gleichen Richtung verläuft. Okay, vielen Dank. Ja, vielleicht zu dem Ersten die Frage, ich spitze es mal so zu, war diese Kritik notwendig, um auch Veränderungen im Journalismus herbeizuführen? Das mag in gewissem Umfang so sein, aber ich bin ein bisschen skeptisch gegenüber einigen von dem, was dabei rausgekommen ist. Als die Übergriffe und die Gewalt in der Silvesternacht in Köln bekannt geworden sind, haben uns am Forschungsschwerpunkt zum Beispiel eine Reihe von Journalisten und Journalistinnen angerufen, so mit dem Tenor, na jetzt müssen wir aber mal wieder kritischer berichten. Und ehrlich gesagt, wenn ich mich erinnere an die Berichterstattung über Migration und Flucht, dann gab es sicherlich sozusagen im Zusammenhang mit dem Sommer der Willkommenskultur eine kurze Phase, wo selbst die Bild-Zeitung positiv und freundlich berichtet hat. Aber wir wissen aus vielen empirischen Studien, dass die Berichterstattung über Migration und Flucht mit wenigen Ausnahmen nie positiv willkommen oder sonst was gewesen ist. Also die Frage ist schon für mich, was hat sich da verschoben? Und vor ein paar Tagen, ich glaube, das war irgendwie im Morgenmagazin, es gab 4 Meldungen. Alle 4 Meldungen hatten was mit Migration, mit Migranten zugeschriebener Gewalt zu tun und so weiter. Und wenn das Ergebnis ist, dann glaube ich, geht das in eine falsche Richtung. Weil das produziert sozusagen die Vorstellung, die Herr Seehofer kürzlich noch mal gesagt hat, Migration ist die Mutter aller Probleme. So, und da glaube ich, gehen die Medien in einem vermutlich oder sicherlich subjektiv gut gemeinten Sinne, glaube ich, in einen Weg, der diese Thematisierung zu weit treibt. Und man hätte eigentlich bei diesem Thema auch über die Bild-Zeitung sprechen müssen, die ich als Sozialwissenschaftler regelmäßig lese. Das ist keine leichte Kost. Aber wo wirklich jeden Tag manchmal über 2 Seiten das Thema Migration, Gewalt, dann wird plötzlich die Kampagne gefahren, Messergewalt, alle haben plötzlich Messer dabei und so weiter. Und das hat auch politische Konsequenzen, also Konsequenzen im politischen Raum. Also ich glaube sozusagen, dass es da auch
oder die Berichterstattung über Kriminalität, wo wir wissen, dass die schwere Kriminalität zurückgegangen ist, aber sozusagen die Berichterstattung darüber deutlich überproportional ist und eigentlich sozusagen ein falsches Bild der gesellschaftlichen Realität zeichnet. Anyway, also sozusagen da bin ich, würde ich sozusagen vielen Medien, ich will da nicht generalisieren, auch wiederum in die andere Richtung eine größere Sensibilität würde ich mir erhoffen. Zu Ihrer zweiten Frage, ich würde sagen, grosso modo sind die Medienstrategien in den anderen Ländern ähnlich, in den anderen europäischen Ländern ähnlich. Die Differenzierung ist ja eher sozusagen zwischen den einzelnen Strömungen und zum Beispiel, welche Ressourcen haben sie. Also das, was der Front National macht, das, was die UKIP gemacht hat, was die skandinavischen Parteien machen, ob das jetzt Schwedendemokraten sind oder andere, die sozusagen vergleichbare Ressourcen haben wie die AfD. Da finden Sie sozusagen auch die ganze Bandbreite oder das, was eben aus Österreich geschildert worden ist, sozusagen die ganze Bandbreite an Medienangebot und Medienhandeln, das ist vergleichbar. Während sozusagen kleinere Gruppen sich dann eher beschränken darauf, ihre unmittelbare Anhängerschaft anzusprechen, die zu organisieren, bei der Stange zu halten und so weiter. Also das, glaube ich, ist von der Struktur her ähnlich. Es mag im Einzelnen mal Unterschiede geben, je nachdem, welche Tradition eine solche Partei hat. Also wenn wir uns nur auf Parteienebene bewegen, wo die ein Teil der skandinavischen Parteien in Dänemark und Norwegen ja sozusagen eher aus dem rechtsbürgerlichen Spektrum gekommen sind, also von den sogenannten Steuerrebellen und so weiter in Schweden, die Schwedendemokraten, aber aus dem klassischen Spektrum der extremen Rechten. Da gibt es sozusagen dann nochmal Unterschiede ein bisschen in dem Versuch der Außendarstellung und in, na, das ist jetzt vielleicht ein bisschen missverständlich, aber sozusagen in dem Versuch, besonders seriös aufzutreten, um sozusagen die Anerkennung in der bürgerlichen Mitte zu erreichen. Ganz kurz auch generalisieren. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Virchow. Vielen Dank für die vielen Fragen aus dem Publikum. Ich würde sagen, sehe ich da noch eine Meldung? Wollen wir das zum Schluss? Ich komme noch mal zu Ihnen. Dann noch eine abschließende Frage. Wir sind jetzt hier heute am Ende dieses Vortrags das letzte Mal als Plenum zusammen. Und wir haben hinter uns eine sehr ertragreiche Tagung über das Thema rechte Medien, rechte Ideologien, Bewegungen in Europa und dafür, dass eine solche Tagung mit einem so prominenten und vielseitigen Angebot an Referaten und an Möglichkeiten, Workshops und auch nach den Referaten zu diskutieren, dass diese Möglichkeit geboten wurde, dafür gebührt den Veranstaltern herzlicher Dank. Gleichwohl halte ich es für erforderlich, nicht die Veranstalter zu kritisieren, aber doch ein Licht darauf zu werfen, dass wir damit das Thema bei weitem noch nicht haben erschöpfen können. Es gibt zum Beispiel die Frage nach der Rolle des Staates, Legislative, Judikative und Exekutive. Bitte denken Sie nach, wer alles dahinter steht. Es gibt die Frage auch nach der Rolle der sogenannten Wirtschaft, also der großen Konzerne, im Zusammenhang mit der neuen Mitte. Ich denke, Sie alle verstehen genauso wie ich, dass es sehr, sehr schwierig wäre, eine solche Tagung im Hinblick auf die gesamte Wetterlage zu veranstalten. Aber es ist notwendig, darauf hinzuweisen, dass diese Fragen natürlich äußerst aktuell sind.